Willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance. Und wir sind hier immer noch mit dem Hauptmann Bernhard und wollen Bogenschießen üben. Unsere letzte Aufgabe bzw. Übung haben wir eigentlich ganz gut gemeistert. Herr Bernhard sagte, wir haben Talent. Und da ist die Wache Patzterer, von der wir auch noch was klauen müssen, aber es im Moment nicht schaffen. Ich weiß auch nicht wieso. Aber jetzt geht's erstmal zum Bogenschießen. Mit dem Hauptmann. Mit Liam Neeson. Und unser Köter ist natürlich auch dabei. Du hast entdeckt Schießstand. Ach, sind wir hier schon? Ah, okay, hier herein. Ich glaube, Schießen war nämlich äußerst schwer. Na gut. Spiel gespeichert, das ist nämlich immer gut. Sehen. Nimm diesen Bogen, stell dich dort drüben hin und es kann losgehen. Und noch etwas, zieh diesen Armschutz an. Ohne kannst du dich mit der Sehne verletzen, also sieh zu, dass du ihn immer trägst. Danke, Hauptmann. Spar dir den Dank und mach dich bereit. Konzentrier so. Der Bogen ist nicht gerade die Lieblingswaffe eines Ritters, kann sich aber als sehr nützlich erweisen. Aus einiger Entfernung kommen zwei Banditen auf dich zu. Schieß einem ins Auge, lass den Bogen fallen und stell dich dem zweiten mit dem Schwert. König Karl, Gott hab ihn selig, ermutigte seine Untergebenen, das Bogenschießen zu erlernen. Er veranstaltete sogar Turniere in Prag. Aber dort wärst du nicht weit gekommen. Da ist das Ding wie ein Stück Feuerholz. Genug geredet. Dort ist das Ziel. Versuch es zu treffen. Spanne den Bogen, ziele und lass dann los. Bekomme ein Gefühl für den Rhythmus. Atme beim Spannen ein, halte für einen Moment den Atem an und lass dann los. Keine ruckartigen Bewegungen. Lass die Sehne einfach durch die Finger gleiten. So, als ob du sie noch einmal zurückziehen würdest. Das ist eine Bewegung, wenn der Pfeil das Ziel anvisiert und darauf zufliegt. Nur zu. Das da ist ein Übungsbogen. Der Pfeil bleibt also nicht lange in der Luft. Wenn du besser bist, kannst du dir einen anständigen Bogen besorgen. Dann werden die Pfeile so schnell fliegen, dass man sie kaum noch sehen kann. Vergiss den Armschutz nicht. Wenn du den Dreh raus hast, wirst du ihn nicht mehr brauchen. Das war gar nichts. Ich habe nicht erwartet, dass ein Dorftrottel was taugt. Aber du hast sogar meine nicht vorhandenen Erwartungen unterboten. Mir ist schleierhaft, weshalb du deine Zeit vergeudest, Herr Werner. Hä? Aus ihm wird nichts. Und beim ersten Anzeichen von Ärger wird er wie jeder andere Bauerntölpel das Weite suchen. Wäre ja nicht das erste Mal. Was hast du gesagt? Beruhige dich, Junge. Vergiss nicht, mit wem du redest. Mit einem Maulhelden, der mit silbernem Löffel im Mund geboren wurde. Oh, jetzt reicht's. Dafür landest du am Schandstock. Immer mit der Ruhe, Herr Werner. Wenn der Bursche meint, er könne sich beweisen, dann lass ihn. Du denkst, du könntest mich schlagen? Jederzeit. Also gut. Wenn du mich besiegst, gebe ich dir meinen Bogen. Verlierst du, musst du deinen Beutel leeren. Hast du überhaupt Geld? Ich habe nicht genug. Dann wirst du es abarbeiten. Fangen wir an. Ich weiß doch gar nicht, wie das jetzt geht. Ja, toll. Hallo?
Ja, toll daneben. Auch daneben. Auch daneben. Wieder zu hoch. Das gibt's doch nicht. 3 Punkte. Gratuliere, Herr Hans. Gut geschossen. Hab Dank, Bernhard. Wie es scheint, behalte ich den Bogen. Also, Schmied, weißt du nun, wo dein Platz ist? Oder muss ich dich noch einmal daran erinnern? Herr Hans, muss das sein. Herr Hanusch hat sich letztes Mal über deine Kämpfe mit Untergebenen beschwert. Er befahl ausdrücklich... Ich weiß, was er befahl. Sag ihm einfach, ich hätte nicht auf dich gehört. Also, wie sieht's aus, Schmied? Wenn's sein muss. Wunderbar. Lass uns gehen. Schwertkampf. Ich komme gar nicht zum Blocken, ey. Hast du genug? Nicht erwarten. Nimm das.
Okay, jetzt bin ich gleich down. Okay. Wieder verloren, Schmied. Du hast noch viel zu lernen. Ich sollte dir wohl Respekt dafür zollen, dass du meine Herausforderung annahmst. Das solltest du. Trotz deiner Unbedarftheit. Vielen Dank. Ja. Und da wir ehrlich gewettet haben, darfst du mir jetzt mein Geld geben. Mach dir nichts draus, Junge. Herr Hans ist ein guter Schwertkämpfer. Und wenn du durch Zufall gewonnen hättest, nun, das hätte er nicht so gut aufgenommen. Und jetzt ab ins Rathaus. Der Vogt erwartet dich bereits. Jawohl, Hauptmann. Gut. Das hätten wir geschafft. Aber, Freunde, ich will noch beim Schießstand ein bisschen üben. Weil das ist mir irgendwie nicht ganz... Ja, Quatsch, da will ich gar nicht hin. Das habe ich nicht so richtig mitbekommen, wie jetzt das Bogenschießen geht. Das will ich auf jeden Fall jetzt nochmal schnell machen. Das war doch hier, oder? Und dann hier in das Loch rein. Genau. Ich will noch ein bisschen Bogen schießen. Guten Tag. Nee, zurück. Was ist Herr Hahn? Nein, 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 das wollte ich nicht. Gott behüte. Habe ich überhaupt jetzt einen Bogen? Nee. Na gut. So, Quest. Nee. Erstmal muss ich mich mal waschen gehen. Ich stink ja sonst ganz völlig. Alex, was hast du für mich? Gelobt sei Jesus Christus. Nö, erstmal beenden. So, hatte wird jetzt was für mich. Oder hier ist noch ein Stern. Warte mal. Hier ist er doch, oder? Gelobt sei Jesus Christus. Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Woher soll ich das wissen? Mach's gut. Okay, immer noch nicht gesprächsbereit. Schade. Gut, dann wollen wir uns jetzt hier erstmal um diesen Taschendieb kümmern. Ich krieg ihn aber irgendwie nicht. Das ist ganz verhext. Warte mal. Wächter. Wächter. Warte mal, wo ist er jetzt? Vielleicht könnte es jetzt klappen. Wo ist er hingegangen?
Er kotzt sich hier wieder fast die Lunge aus dem Leib. Hallo, ich bin darüber, danke. Die Wache müsste hier irgendwo sein. So, zack, einmal rüber. Oh, stehen wir doch nicht im Weg, Hund. Sag mal. So, aus dem Weg da, danke. So. Der soll sich jetzt erstmal essen und seine... Oh, geh doch da weg, Köter. Namen glaubst du, was du da machst, wenn du dich nicht verpisst? Ja, komm. Hey. Wache Platzdera. Okay, tschüss. Du kannst ruhig gehen. Was soll das werden? Sag mal, verfolgt er mich jetzt? Ich will doch nur in dein Haus rein, Pazera. Macht er die Tür hinter sich zu? Nein. Geh doch weg, Köter, Mann! Du nervst gerade. Oh, dieser Hund nervt gerade richtig, ey. Okay, das wird so nichts. Wir müssen da weg. So, ab ins Haus. Wie spät haben wir das eigentlich? Es ist jetzt 14 Uhr, okay. Wisst ihr was? Die machen jetzt noch was anderes. Karte. Wo müssen wir jetzt überhaupt noch? Melde dich beim Vogt, das können wir gleich mal machen. Was haben wir denn hier noch? Okay, das ist das Turnier. Das brauchen wir eigentlich auch noch nicht. Das ist ein DLC. Ich würde sagen, ich brauche nur noch irgendwie ein Pferd, so, ne?
Sonst gehen wir erstmal zum Vogt. Ja, wir gehen jetzt zum Vogt. Und machen das mit der Wache später. Jetzt gehen wir erstmal zum Vogt. Mal gucken, was der für uns hat. Wobei ich hätte einen Bäcker. Händlerin, was hat die so für Schönen mich? Tag. Was willst du? Ne, Gespräch beenden. Auf zum Vogt. Ne, Schneider nicht. Vogt, wo ist der? Da. Ladenwache. Hä? Ah, ich weiß, wir wahrscheinlich hier oben, ne? Herr Vogt? Da ist er doch, oder? Jawohl. Gott sei Dank. Ich soll in den Dienst des Vogtes... Ah, du bist also der junge Mann, den Herr an sich berufen hat. Ja. Wunderbar. Herr Ratzig bat mich, dich auf die Probe zu stellen. Du kommst genau zur rechten Zeit. Es gibt ein paar Dispute. Wie es scheint, verhalten sich einige deiner ehemaligen Nachbarn ungebührlich. Vielleicht ließen sich die Streitereien leichter beschwichtigen, wenn sich einer der ihren unter den Wachen befände. Du kannst auf mich zählen, Vogt. Du bist kühn. Das gefällt mir. Hast du dich bei Hauptmann Bernhard gemeldet? Martha. Ich probier's nur mit dem. Blauen Flecken mögen es bezeugen. Der Hauptmann ist gnadenlos. Je härter die Ausbildung, desto leichter die Schlacht. Wie dem auch sei, du wirst bei der Stadtwache aushelfen. Komm nachmittags zur Kirche. Wachmann Jaroslav oder Nachtigall, wie man ihn nennt, wird dich dort erwarten. Er wird dich herumführen und dir zeigen, wie man für Ordnung sorgt. Und geh zur Rüstkammer. Dort liegt deine Ausrüstung bereit. Ja, Vogt. Gut. Ich möchte lesen lernen. Wen sollte ich fragen? In Uschitze lebt ein Schreiber im Ruhestand. Geh zu ihm. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Sprich mich nicht an. Okay. Möge Gott über dich wachen. Gut. Spiel gespeichert und sämtliche Quests begonnen. Das ist natürlich sehr schön. Haben wir endlich mal was zu tun. Und irgendwie ist das gerade wieder Ladebildschirm. Spiel hakt gerade. Ich kann mich null bewegen. Nix geht. Und er lädt. Er muss... Geht gerade immer noch nix. So, jetzt. Was wir jetzt hier nicht alles machen müssen. Als erstes Waffenkammer. Karte, Karte, Karte. Wieso geht er nicht zur Karte? Verstehe ich nicht. So, jetzt. So.
Rüstschmied. So. Das machen wir jetzt und dann drehen wir mit Nachtigall unsere Runden, sobald wir unsere Ausrüstung geholt haben. Das machen wir noch in dieser Folge. Ich versuche es auf jeden Fall, weil... So allzu lange Folgen will ich jetzt auch nicht machen. Erstmal ist wichtig, dass wir unsere Ausrüstung holen. Ich glaube, hier ist das, oder? Ne, hier nicht. Wahrscheinlich da die Treppe rauf. Ja. Jetzt hänge ich hier wieder. Nee, warte mal, da ist es auch nicht. Das heißt, er muss es irgendwo hier sein, oder? Jawohl. Falls du irgendetwas willst, spuck's aus. Ich soll meine Ausrüstung hier abholen. Name? Heinrich. Und? In Lehnstreue zu? Herrn Ratzig Kobiller. Ja, hab dich. Also dann, komm rein. Fühl dich wie zu Hause, Heinrich. Wenn ich mich recht entsinne, bekommst du Helm, Gambeson und Knüppel. Das ist alles? Willst du auch einen Kuss und eine Umarmung? Ich meine Ausrüstung. Für eine Stadtwache genügt's. Du sollst Ärger verhindern, nicht machen. Okay. So, das Rüstmittel jetzt mal auf. Knüppel. So, was haben wir denn jetzt bekommen? Wir haben... Den setzen wir auf. Das haben wir bekommen. Das haben wir bekommen. Das haben wir bekommen. Das haben wir bekommen und das reicht, glaube ich, ne? So, dann werden wir jetzt noch schnell zu B rennen, ne? Und dann noch Wache schieben. Wie spät haben wir das? Ja, ist 14 Uhr. Das passt also. Mensch, dann haben wir in dieser Folge ja schon ein bisschen was geschafft, würde ich mal behaupten. Ein bisschen. Dann geht die Folge heute auch mal ein bisschen länger. Ich habe gesagt, so zwischen 30 und 40 Minuten. Ich denke mal nicht.
So. Hier ist doch eine Wache, oder? Ist das die Nachtigall? Jawohl. Hier bin ich. Ich heiße Heinrich. Wir sollen heute zusammen unsere Runden drehen. Ich sehe, du bist ausstaffiert. Es kann losgehen. Ich bin Nachtigall. Bist du nicht der, den diese Müllerin auf einem Karren hierher brachte? Theresa? Ja, sie hat mich gerettet. Sie tauchte mit Robert und seinem Ritter auf. Alle Ehre dem Mädchen. Mehr Eier als die meisten Männer. Sag mir, wie hast du ihr das vergolten? Ich habe ihr dafür gedankt. Das ist nicht viel. Du solltest sie besuchen, wenn es sich ergibt. Und wie genau bist du im Dienste des Vogts gelandet? Ich will keine Löcher in die Luft starren und tatenlos herumstehen. Du bist ein ganz eifriger, was? Komm mit, Heinrich. Wir drehen in der Stadt unsere Runden und stellen dann sicher, dass die Schenken abends schließen. Ich bin bereit. Aber vergiss nicht, ich soll dich auf die Probe stellen und dir mit Gottes Hilfe etwas beibringen. Ich erwarte also, dass du Verfehlungen sanktionierst. Ich habe dich im Auge, damit du keine Dummheiten machst. Gehen wir. So. Wie es weitergeht, in der nächsten Folge, schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.